Hallo Freunde des gepflegten Buchs. Heute Finsterloh, ein Krimi von Charlie Weller. Finsterloh. Morde wie im Film vom Krimiregisseur. Mord in einer Gießener Altenresidenz. Mehrere Messerstiche in der Brust eines 92-Jährigen. Neben der Leiche eine Botschaft. Letzte Nacht in Finsterloh. Wo sind die 30.000 Euro, die der Tote von seinem Sparbuch abgehoben hat? Was hat es mit der Blutwurst auf sich, die am Vortag für ihn abgegeben wurde? Worum dreht sich das Gespräch mit dem New Yorker Kretzmer Musiker? Ein Fall für Roman Worfstedt, Kommissar mit manischen Wurzeln und hinter seinem Rücken, der gerne Worfstedt genannt wird. Denn bei Finsterloh handelt es sich um eine ehemals manische Siedlung am Stadtrand von Wetzlar. Die Ermittlungen führen Roman Worfstedt und seine Kollegin Regina Maritz durch ein Labyrinth von Intrigen. In der alten Residenz über familiäre Abgründe bis hin zur Fremdenlegion nach Algerien. Charlie Weller ist der neue Shootingstar unter den deutschsprachigen Autoren, sagt Till Schweiger. Meine persönliche Rezension. Nun ist es hier die zweite Rezension von mir über den Kommissar Worfstedt und seiner Kollegin Maritz. Diesmal geht es eigentlich am Rande um die ehemalige Siedlung Finsterloh. Einen der wesentlich größeren Räume nimmt in diesem Raum die französische Fremdenlegion in Algerien ein, damit auch ihre Eigenheiten wie die Blutwurst oder andere Kleinigkeiten, die einem auch dieses ein wenig näher bringen. Oder, um es genauer zu sagen, einem das erste Mal überhaupt ein wenig erklärt. Aber ich sage auch dazu nur eines. Selber lesen macht klug. Aber auch das Manische wird Fremden, also Nicht-Gießnern, immer wieder etwas näher gebracht. Denn es sind immer wieder kleine Einschübe ins Manische, wo man als Gießner einfach schmunzeln muss. Auch wird einem die Kletzmer-Musik näher gebracht. Also auch immer mal wieder mit kleineren Erklärungen. Besonders interessant sind immer wieder die kleinen familiären Probleme und Personen, die in der alten Residenz leben. Alles in allem ist es ein gut geschriebener Krimi, der immer wieder besondere Momente liefert und einem die Umgebung ein wenig näher bringt. So wird zum Beispiel eine Metzgerei näher gebracht, die man eigentlich schon sehr gut kennt und wo man sagen kann, ja, da kann man gut einkaufen gehen und da schmeckt es auch. Es sagen nur sehr wenige Gießener, sie fahren mit dem Taxi. Nein, wir fahren Minicar. Das kennt man außerhalb der Region zwar nicht, aber da würde ich mir einfach eine Fußnote wünschen, warum und wieso das so ist. Ein richtiges Taxi benutzt noch nicht einmal meine Oma. Dies nur einmal so nebenbei bemerkt. Ich persönlich freue mich, dass
es eine Fortsetzung mit den beiden Kommissaren gibt. Und ich freue mich gleichzeitig auf mehr. Und dies nicht nur wegen der räumlichen Nähe, die ich eher ohne weiteres habe, sondern auch wegen der besonderen Art und Weise, wie Charlie Weller einen Krimi schreibt. Zum Beispiel, dass es immer wieder aus der Sicht der Person schreibt, die gerade im Kapitel genannt wird. Auch habe ich eine gewisse Entwicklung in der Geschichte festgestellt. Es werden immer wieder Themen angeschnitten, die mich selbst bewegen mögen. Es nun die Verhältnisse in einem Altersheim sein oder die Familienprobleme, die man ja immer wieder hat. Charlie Weller kann dies sehr gut verpacken und einem näher bringen. Ich kann euch nur eines sagen. Wie wäre es mal mit einem mittelhessischen Krimi in die Hand zu nehmen, der Reizpunkte setzen kann? Erschienen ist das Ganze im KBV Verlag. Man kann ihn ja immer noch sehr gut bekommen. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß dabei in Finsterloh. Bis bald, euer Markus von literaturlaunch.eu.